Nächstes Jahr erscheint ein richtiger Kracher auf den mobilen Headsets, nämlich Peaky Blinders. So viel möchte ich vorwegnehmen und ich durfte jetzt vorab schon mal in die Demo reinschauen und jetzt kann ich euch zeigen, was euch erwarten wird. Müsst ihr Fan der Serie sein oder ist das Ding auch gut, wenn ihr kein Fan der Serie seid? Das alles seht ihr jetzt in diesem Video. Ja Leute, wie ihr seht, ich bin im Peaky Blinders King's Ransom und das ist eine Demo. Ich habe einen Zugang bekommen, man hat mich gebeten, schau da mal vorher rein und der erste Eindruck, das ist schon, wow, ganz ehrlich, also für Standalone richtig cool. Was ich jetzt habe, wenn ich den Kopf so ein bisschen bewege, dann zuckelt das Bild so ein bisschen. Das kann jetzt natürlich an der Aufnahme liegen, ich will nichts Falsches erzählen. Hinter mir ist schon irgendwas, guck mal da. Okay, ach, das ist auch vor mir, da, Pistole, ein Stift und wenn ich, okay, da ist dann, weiß ich nicht, okay. Wir haben ein neues Spiel, wir haben Optionen, wie gesagt, das ist eine Demo, komplett durchspielen kann ich es natürlich nicht, es erscheint nächstes Jahr. Und nochmal vielen, vielen Dank für den Vorabzugang, also das sieht hier schon richtig cool aus, es ist jetzt nicht mega knackscharf, ja, es ist so ganz leicht verwaschen, aber das macht nichts, das ist glaube ich der Nebel und so, aber so das Gesamte, das sieht richtig, richtig cool aus. Das Einzige, was ein bisschen unruhig ist, ist hier das Logo Peaky Blinders. Ne? Das so ein bisschen am Zuckeln, aber nichts Wildes, kennt man von der Quest. Aber alles andere, das sieht hier wirklich toll aus, ganz ehrlich. Auch das Geländer hier. Es vibriert sogar, wenn ich da jetzt irgendwie dran gehe, wenn ich das hier so berühre, okay. Gut, wir gucken trotzdem mal in die Optionen, was wir haben. So, Teleportbewegung, Blinzeln oder Wechsel, Drehbewegung, Einrasten. Ich möchte natürlich glatt. Und ich kann es schon testen und es läuft total butterweich. Geil, ehrlich. So, Bewegungsgeschwindigkeit kann ich hier noch nicht testen. Und Teleport ist blinzeln oder wechseln. Weiß ich nicht, was ist, aber ist egal. So, Audio, Hauptlautstärke, alles auf 10. Effektlautstärke, Sprachlautstärke, okay, sonstiges. Sprache Deutsch, richtig geil, oder? So, Debug-IK, keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, ist eine Demo. Okay, zurückkehren. Ja, jetzt weiß ich natürlich, ja, das ist aber hier so. Jetzt weiß ich nicht, gibt es da auch Untertitel oder waren das die Untertitel? Debug IK, nein, ne? Spielercredit, Credits, nein. Also ich hoffe natürlich jetzt, dass dann wenigstens, wenn es nicht deutsche Sprachausgabe ist, dass es dann wenigstens deutsch Untertitel ist. Okay, neues Spiel, ich bin sehr gespannt. So, wir haben 3 Sprecherplätze. So, wähle, ob du sitzend oder stehend spielst. Ich spiele natürlich im Stehen, ja, man kann das aber auch jederzeit wieder ändern. Los geht's! Peaky Blinders lädt. Ich habe die Serie komplett gesehen. Sehr, sehr gute Serie. Kann ich euch natürlich mega empfehlen. Aber leider schon zu Ende die Serie. Ne? Sie wird auch, glaube ich, nicht fortgeführt. Aber sehenswert auf jeden Fall. Ich meine auf Netflix, ne? Habe ich es gesehen? Ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine auf Netflix war es. So, los geht's. Hoffentlich. Okay, er lädt sehr lange. Okay, auch das sehr geil. Bewegen. Okay, jetzt zieht es ein bisschen nach, wenn ich mich drehe, jetzt nicht mehr. Okay, es ist alles so ein bisschen blurry, aber es ist okay. Ach, guck mal hier, ich kann das hochheben. Das war mein Zuhause in den letzten Tagen, nachdem was Rowena. Okay, Teleport. Also ich kann mich auch teleportieren, wenn ich möchte. Möchte ich aber nicht. Okay, leider keine Untertitel. Tante Rowena hat vergessen, ihren Kautabak mitzunehmen. Kann ich die mitnehmen? Nö. Aber es sieht wirklich toll aus für Standalone. Ach, da ist jemand. Guck mal, hi. Okay, wenn ich den Kopf reinstecke, dann blendet er aus. Das darf man dann nicht machen, ne? Was steht da? Property of the Peaky fucking Blinders. Okay. Hey! Wie fährst denn du hier? Tagebuch aufnehmen? Wird beim Loslassen verstaut, okay. Okay, ist das hier mein Tagebuch? Ach nee, das ist ein Feuerzeug, okay. Ah, guck mal, ich kann rauchen. So, von der linken Schulter nehmen, um es zu öffnen.
Sehr geil. Frage ist, ob jetzt... Ach, von der linken Schulter. Okay, da ist mein Tagebuch. Ziele, mein erster Eintrag. Erster Eintrag, seit Mutter mir dieses Tagebuch gegeben hat, gleich nachdem ich freiwillig in den Krieg ge... nicht über diese Zeit nachdenken, keine Beweise zurücklassen, das letzte Geschenk meiner Mutter nicht beschädigen. Okay. Here we are. Karte, Gegenstände, Bios, Geschichte, gibt es... Oder muss ich da drauf drücken? Ah doch, muss ich drauf drücken. Charlie Soap, was denn? Nicht gerade ideal, aber ich kann immer noch herauskommen, wenn ich... Es sieht wirklich toll aus, Leute. Es ist fantastisch. Also es ist Standalone, ne? Ganz, ganz klar. Aber es sieht wirklich... Also echt super. So. Es kann sich natürlich noch einiges ändern bis zum Release. Das wurde mir auch gesagt, ne? Also noch nicht alles final. Also die Figuren könnten noch mal ein bisschen schöner aussehen und so weiter. Geschichte, Tarotkarten. Ah, da muss ich was finden. Hier, guck mal. Fläschchen muss ich finden, Tarotkarten. Oder die Geschichte praktisch, ne? Entdecken. Okay. So. Kauern. Achso, okay, wenn ich drücke. Aber die Zigarette wird nicht kürzer, ne? Also, das habe ich gedacht, die wird vielleicht kürzer. So, kann man die einfach abschmeißen? Kann man. Okay. So, ich drücke. Und jetzt kann ich kriechen. Welcome back to Small Heath. Okay. So, spring hinunter, indem du den rechten Stick verwendest. Okay, jetzt muss ich mich wirklich teleportieren, sonst komme ich da nicht runter. Aber es sieht wirklich gut aus. Das gefällt mir. Leider noch keine Untertitel. Oder ich habe sie nicht eingeschaltet. So, ich schaue erstmal. Das kann ich noch nicht öffnen. Okay. Oh, es hat wirklich Peaky Blinders Atmosphäre. Dieses Radio funktioniert nicht. Was ist das? Ich muss das Teil ersetzen. Hä? Jetzt kann ich das aufmachen. Öffne den Spind. Ah, hier ist mein Mantel. Okay, ich sehe das aber nicht, ne? So, ein frischer Overall. Okay, so, wieder zumachen, wie sich das gehört. Kann man das hier aufdrehen? Ey, guck mal, Leute, ich kann sogar das Wasser hier aufdrehen, ne? Richtig cool. Oh, kann das Spiel nicht hier schon komplett sein? Das wäre sehr, sehr geil. Hätte ich ja voll Bock drauf. So. Ich muss dieses fehlende Teil ersetzen. Mama. Mal anmachen. Ah, jetzt ist es an. So, ein bisschen Musik gemacht. Okay. Das ist ein Benzinkanister. Bin hier wieder dranhängen. Guck mal, ich kann den sogar anfassen, um es wieder da einzuhängen. Oder geht das nicht? Oh, es geht wieder. Es war nicht schön, aber es geht. Okay. Aber richtig geil. Sieht so aus, als könnte ich hier hinunterkriechen. Was haben wir da? Was ist das? Eine Tarotkarte. Okay, habe ich das jetzt dann doch Sammelobjekte? Aber guck mal, wie geil man das auf und zu macht, ne? Hier richtig mit dem Verschluss, ne? Oh, und ich habe es kaputt gemacht. Es hängt. Aber wie gesagt, ist eine Demo, ne? Also, wenn hier Fehler passieren, das kann passieren. Macht man das irgendwie auf? Umschlag gesammelt. Ach, das ist auch ein Sammelobjekt. Okay. Also, alles kann man nicht aufsammeln, aber vieles, ne? Ah, Dart kann man auch spielen. Zack. Okay, das geht nicht. So, Darts gespielt. Kann man hier auch was schreiben? Ich frage mich, ob es jemandem auffallen würde, wenn ich etwas hinzufüge. Tatsächlich, guck mal, Leute. Was man hier alles machen kann. Tafel gefunden. So, we arbeit. Richtig geil. So. Da ist was drin. Zigaretten. Okay, ich habe schon wieder was gefunden. Da brauche ich bestimmt ein Brecheisen. Da ist eine Karte drin, das sehe ich schon. Hast du mal irgendwo so... Guck mal hier, damit vielleicht. Kann man das irgendwie... Nein. Äh.
Wollen wir den Nagel da rausziehen? Ne, da brauche ich bestimmt ein Brecheisen, ne? Also damit geht es nicht. Der Controller vibriert zwar ein bisschen. Also ein Brecheisen. Ist irgendwo ein Brecheisen? Kann man das auch benutzen? Ey Leute, ist das geil. Guck mal, ich kann sogar den Schraubstock benutzen. Der geht aber nicht auf, ne? Oder? Doch. Guck mal. Jetzt probiere ich mal was. Ach, den kann ich auch schieben. Guck mal, den brauche ich gar nicht drehen. Schieben reicht. Okay. So, ich brauche immer noch ein Brecheisen. Aber hier kann man irgendwie kriechen, ne? Da stand was. Okay, jetzt bin ich unterm Auto. Zack. Ah, schaut mal, hier ist noch eine Karte gefunden. Also hier kann man wirklich dann auch Sachen entdecken, suchen, ne? Ach, richtig toll. Aber ich habe immer noch nicht das Brecheisen gefunden. Da kann man nichts machen. Aber richtig geil, ehrlich. Super, mega. Ein Rad? Ich habe ein Rad ab, Leute. Weil dass ich das hier nicht aufmachen kann, das nervt mich jetzt ein bisschen, weil ich will ja die Tarotkarte haben, ne? Da war hier irgendwo noch ein Brecheisen. Ich muss noch mal gucken. So, schließ die Lieferwagentür. Okay. Zack. Hab ich. Okay, hab ich geschafft. Okay, man muss auch ein bisschen lesen, ne? So, hier haben wir das Radio. Dum, 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 dum. So, Hände gewaschen. Aufheben kann man es aber nicht. Die Lampe kann ich nehmen? Auch nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die könnt ihr nehmen. Ein paar Sachen wieder nicht. So, Rowena muss nach draußen gegangen sein. Ja, aber ich habe immer noch keine Brechstange. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Aber egal, das Spiel ist ja noch nicht komplett und das wird wahrscheinlich eh nicht gesaved. Ne? Wo kann man das denn jetzt sehen, was ich schon habe? Hm, so rum, ist besser. Geschichte. Trigger drücken. Tarotkarten. Fortschritt. Aber das sieht man aber nicht wie viele, ne? Was ist das? Ach, guck mal, da gibt es noch viel mehr. Kugeln. Dartscheiben. Fortschritt. Da steht was, ne? Null oder was steht da? Ich habe keine Ahnung. Tarotkarten. Da steht was, ne? Zwei, glaube ich. Zwei von... Also wie gesagt, Demo passt noch nicht ganz. Aber egal, weiter geht's. Sehr geil. Das kann man nicht nehmen, okay. Das kann ich auch nicht aufmachen. Okay, das ist ein Seil. Ich dachte, das wäre jetzt eine Brechstange hier. Okay, weiter geht's. Öffnen die Garagentür. Da ist nichts drin. Geil. Garrison Lane. Aber richtig fett, Leute. Also, dass das auf dem mobilen Headset läuft, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich nicht. Also, wirklich Kracher. Boah, ich muss hier erstmal rumlaufen, einfach nur so ein bisschen gucken. Da liegt wieder eine Tarotkarte, glaube ich, ne? Ne, nicht das Feuerzeug. So, gefunden. Richtig cool. Ist das ein Aschenbecher? Penny gesammelt. Kann man hier? Das muss ich ausprobieren. Tatsächlich, guck mal, ich kann hier sogar abstauben. Wenn ich den Trigger drücke. Wie geil ist das denn? Das ist... Aber ihr sollt nicht rauchen, ne? Rauchen ist ungesund, Leute. Boah, ich könnte hier nur rumlaufen und gucken, ehrlich. Richtig geil.
Also ich bin echt geflasht, Leute, ganz ehrlich. Also es ist nach langer Zeit mal wieder so ein Quest-Beispiel, wo ich echt geflasht bin. Da kann man sich wirklich auf was freuen. Ein Hammer! Aha, jetzt weiß ich, was ich damit mache. Das probiere ich jetzt. Das muss ich machen, Leute. Achso, wenn ihr den Thumb drückt, dann läuft er, glaube ich, schneller, ne? Ja. Mehr macht er nicht. Ich krieg die Kiste nicht auf. Na gut. Kann man das irgendwo hinpacken? Habe ich ein Inventar? So. Ah, jetzt hat er das gezählt mit den Dartspielen. Habe ich jetzt den Hammer mitgenommen? Nö. Karten? Okay, über die Zeit nachdenken. Ich denke die ganze Zeit nach hier. Der Hammer ist weg. Aber die Zigarette wird nicht kürzer, ne? Also das ist Meckern hier auf ganz hohem Niveau. Ich weiß, das wäre natürlich nur so das Sahnestück gewesen, aber... Ne, komm, das ist egal. So. Ja, komm, wir machen mal weiter hier. Was hast du denn da? Halte die Auslösetaste gedrückt, um den Text zu lesen. Das wird in mein Tagebuch verstohlt, wenn ich loslasse. Samuel Taylor steht unter unserem Schutz und ihn darf kein Hage kommen, wenn im Auftrag der Peaky Blinders. Arthur Shelby. Das ist mein Bruder, ne? Der Hammer ist übrigens wieder da, falls ich den nochmal irgendwo brauche. Okay. Aber richtig geil. Also so auch die Weitsicht und so, ne? Geil! Und so eine Soundtrack dabei. Ich bin hier Peaky Blinder. Richtig, richtig fett. So, Zeit zu sehen, was Tommy für mich hat. Zum Betreten halten. Zack. Jetzt lädt er. Aber richtig geil. Allein jetzt, wenn man das runterläuft, die Peaky Blinders Musik und so, ne? Boah, Leute, ich bin total mega geflasht hier. Das Ding könnte ich in einem Zug durchspielen, glaube ich. Also richtig geil. Okay, triff dich mit Tommy. Hä? Oh. Ah. Die Bar aus der Serie. Richtig geil. Richtig wie, ja, aus der Serie. Thomas Shelby. Ach, dachte ich bin Thomas Shelby. Ach, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ach, klar. Was hat es been? 10 years? More? Still can't talk after all this stuff. Ich geh mal vorher. That old bastard really did a number on you, didn't he? Hab ich. Ja, ich hab. So. Compared to your old man, that was a fucking dream. Okay, es ruckelt ein Buschel, ne, wenn er sich bewegt. Aber das kann, wie gesagt, an der Aufnahme liegen. Das ist eine Demo und so weiter. Offered in me years, ain't given a chance. Ever heard of this? Churchill's place was robbed last night. Okay. Sollen wir uns jetzt da hinsetzen? Away with the king's ransom. Jewelry, fine china, family heirlooms. Darf ich mich aussetzen? But Churchill's far more worried about this. Churchill's red box stolen. This was stolen from his nightstand. Halten. As he slept. Die Aussetzung, ja, ja. Looks like a briefcase. So, Churchills rote Schachtel, nimm sie mit, wenn er nach Hause geht. Bleib über Nacht auf seinem... Bleib über Nacht... Er weiß noch, was sich darin befindet. Okay.
Have a seat. We'll talk business. Boah, Leute, wie geil. Der Korken sieht richtig fett aus. Hier, ich schütte dir mal einen ein. Ja? Der will doch auch. Der kriegt nichts. Guck mal, der geht nicht voll. Zum Sitzen halten. Klar, mach ich. A toast. Ich hab keine Hände mehr. To old friends. Hier. Ey! Aua! The documents in that red box. Name every British undercover agent worldwide. Whoever's got it. Kann man das kaputt werfen? Start a new war. Also kaputt geht's nicht, ne? Nimm mal dein Glas. Also das geht nicht, man kann nicht alles aufnehmen. Gut, ich verstehe leider kein Wort, weil das nicht unser Titel ist. Gegenstand ins Inventar zurückgelegt. Gegenstand ins Inventar zurückgelegt. Okay. Arthurs Nachricht. Karten. Gegenstände. You might just be that man. When I see your war record. Okay. Have a read. Hast du noch was für mich? Paint a grim picture. Halten. You can change that. Halten irgendeine Checks zu lesen. Arthur, he remembers what you did for him back in the old day. Hä? But I'm not Arthur. How do I know? Dann geht's aber zu, wenn ich das hier drücke. Jetzt geht's auf. Achso, jetzt kann ich das lesen. Das geht sogar. Was ist das denn? Tu mal die Knarre weg. Abraham's man betrayed me. He's in there. Take care of him. Job's yours. And I'll see to it your name is cleared. Can't see part of the writing job. Was ist denn? Brief von Tommy an Polly. Or we can just fuck off. It's up to you. Polly schickte Sam nach Limehouse, um Williams in die Rutschaft zu finden. Wir können keine Peaky Blinders singen, wenn zum Stehen halten. Okay. Tommy hat eine Waffe mit Munition dagelassen. Sieht richtig geil aus. Die ist leer. Oder? Was war? Der Verräter ist hier. So. Is someone there? Wie will ich mit ihm umgehen? Was ist das? What have you told me? Told you about me? It's not true. Tokyo Flashing. I'm a good man. Ask Obama. On my son's life, I never told those Winters children anything. Tom, ich habe nicht die Anwohner Verräter dumm. Okay. Komm mal her, du. Kann man ihm den Sack hier abnehmen? Nee. Hier. Hallo. Alright, I've been talking to the Bolsheviks, but I was gonna tell Tommy, I swear. Also ins Knie schießen kann man ihm nicht. Okay. Ah! I thought they just spent all their time making flyers. Ah! I didn't think they'd actually hurt anyone. Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Er ist tot. Ich habe ihn erschlagen. Goldsman wurde... Okay. So, die Waffe kann ich jetzt irgendwie hin tun. Okay, es ist eigentlich egal. Also ich kann wahrscheinlich zwei Waffen. Wieso kann ich denn kein Magazin mitnehmen? Das geht nicht, ne? Oder? Nee. Habe ich jetzt zwei Waffen? Nee. Nee. Ich habe nur eine Waffe, okay. Ja, aber Magazine kann ich irgendwie nicht mitnehmen, oder? Ich habe nichts. Okay. Ist egal. Liegen ja genug rum. So, ich gehe einfach mal raus. Dann muss ich raus. Laden Demo Teil 2. Ja, mach mal. So. Jetzt kommt der zweite Teil der Demo. Es ist ja doch komplett, ne? Und ich habe Glück.
Aber richtig geil. Richtig geil, 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 geil. Ich freue mich schon mega auf den Release nächstes Jahr. So, das sieht wieder richtig toll aus. Richtig mega. Ich guck mal wieder so ein bisschen erst. Man erkennt das wirklich so alles auch aus der Serie wieder. Ne? Das finde ich das richtig geile. Hier war, glaube ich, immer das Schiff. Ne? Genau, das ist das Schiff. Richtig cool gemacht. So, dann machen wir mal. Was kann ich da machen? You need to practice if you're going to Limehouse. Zieh den Hebel. Grab the lever to raise the targets. Grab the gun and show me what you can do. Like to picture my enemies when I'm at the shooting gallery. Straw pricks are no match for Fühlt you. Sich gut an. Let's be heading off soon. Got a 3-day journey ahead of us. Tommy says we have to get to London by bridge. Was ist das denn? I said I'd read out jokes. So, ich hab's kaputt gemacht. Nur A drücken, fällt's raus. Hallo? Nimm mich. Ich nehm dich. Okay, da ballert jemand. Sollte, glaube ich, mitballern, ne? Okay, guck mal, Leute. Die fallen richtig geil mal um. Also richtig cool. As fast as you can and you ride. Okay, das Ballern macht richtig Laune hier. Direkter Weg zur Brücke, Hintergasse. Die Gegner sehen zwar alle gleich aus, aber das tut dem Ganzen eigentlich gar keinen Abbruch. Nö, ich nehme mal hier den Hinterhof, ich hab da Bock drauf. Musik dabei, ne? Ja, ich muss einmal gucken, ob irgendwas ist, ne? So Karten sammeln oder so. Aber richtig fett gemacht, Leute. Das macht richtig Bock hier. Okay. So, da muss ich hin. Aber kann ich auch hier? Ich schau mal. So, wie weit kann ich zurück? Kommt eine unsichtbare Wand. Hier ist ein Ende. Jetzt wird er langsamer. Okay. Ihr wollt, dass ich rumballer, ne? So, zieh die. Was? Brücke. Oh, Bolle, das Ding ist richtig mega. Schießen ja einer. Bin der. Richtig geile Shootout.
irgendein Schiff? Ah, schon wieder nachladen hier. So, ist oben. Mach ich das hier richtig? Ich meine ja, ne? Oh. Komm. Ist doch richtig, was ich hier mache, ne? Oh Leute, ich krieg hier einen Drehwurm. Ich dreh einfach mal hier so wie so ein Wilden. Und dann mach ich das hier schon wieder falsch. Weiter geht nicht. Ich hab's geschafft. Quick, back on the barge. Klettere an Bord. Go. Bin ich. I'll deal with the rest of these bastards. Okay. I'll meet you in Lyonnais. Okay. Fucking try, my boy. So, los geht's, wir fahren. Aber richtig geil, das macht richtig Laune. Okay, der verkloppt ihn noch so ein bisschen. Also ihr könnt aber so jetzt hier nicht wirklich was kaputt schießen, ne? Also nur was vorgegeben ist, aber das ist egal. Also es ist von der Atmosphäre echt Hammer. So, ich glaube, es ist zu Ende, ne? Da sollte irgendwas stehen, The Peaky Blinders, The King's Ransom. Ich hab da einfach mal drauf gedrückt. Ich schau mal, was passiert. Okay, ja, es ist dann zu Ende. Ja, es war ein richtig geiles Erlebnis. Ich freue mich jetzt schon mega auf den Release nächstes Jahr 2023 für die Quest 2 und natürlich auch für die Pico 4 wird das Ding erscheinen. Hammerding! Endlich mal wieder so ein kleiner Wow-Effekt für ein mobiles Headset. Ihr könnt euch auf ein riesen tolles Ding freuen. Wenn ihr natürlich noch Fan von der Serie seid, ist das natürlich noch Bonus obendrauf, weil ich habe die Serie geliebt oder ich liebe sie immer noch. Leider schon vorbei, wie gesagt. Aber man findet hier Charaktere wieder, die man kennt. Orte, die man in der Serie gesehen hat. Richtig, richtig geil. Ja, ich schwärme schon wieder und ja, ich muss eigentlich noch Fazit machen. Und dann gehen wir natürlich jetzt auch rüber zum Fazit. Ich habe euch ja im Video schon gesagt, dass ich Fan dieser Serie bin. Ich habe sie komplett durchgeschaut und das ist natürlich dann nochmal ein Bonus obendrauf, wenn man wirklich Fan dieser Serie ist. Dann ist es wirklich phänomenal. Ich habe sehr viele Orte wiedererkannt, ich habe Charaktere wiedererkannt. Aber auch so sieht das Spiel einfach nur fantastisch aus für ein mobiles Headset. Man kann sehr viel machen, habt ihr im Video gesehen, Kleinigkeiten. Es gibt viel zu entdecken, ja diese Sammelgegenstände. Aber auch so möchte man einfach nur ein bisschen rumlaufen und die ganze Atmosphäre und die ganze Umgebung in sich aufsaugen. Richtig, richtig toll gemacht. Es fehlten leider noch Untertitel, aber ich gehe mal davon aus, dass wir die zum Release noch sehen werden. Ansonsten war das Spiel schon in Deutsch. Das ist schon mal sehr, sehr cool auf jeden Fall. Eine deutsche Sprachausgabe glaube ich zwar nicht, dass die noch folgen wird, aber deutsche Untertitel. Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz fest aus. Ja, das Storytelling richtig geil. Die Shootouts richtig, richtig geil. Also ich kam mir wirklich vor wie ein Peaky Blinder. Ihr könnt euch auf einen richtigen Kracher freuen nächstes Jahr. Also wenn das Ding 30 oder 40 Euro kostet, das geht völlig in Ordnung. Freuen würde ich mich natürlich jetzt, wenn das Ding auch noch als PC-Version erscheinen würde. Das weiß ich aber an dieser Stelle nicht, um das Ganze grafisch nochmal auf einen neuen Level zu heben. Aber für ein mobiles Headset sah das richtig, richtig gut aus. Ja, jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Seid ihr Fan der Serie? Freut euch jetzt auf das Spiel? Jetzt erst recht, weil ich es euch gezeigt habe? Oder sagt ihr, nee, das ist ja wieder dasselbe wie alles und was weiß ich? Schreibt das alles mal hier unten in die Kommentare. Werde ich mir alles durchlesen. Bin auch sehr, sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Und werde natürlich alles beantworten. Ganz zum Schluss natürlich wie immer unsere Discord-Community. Stoßt gerne hinzu, dort findet ihr eine große, chillige VR-Community, Link in der Videobeschreibung zu finden. Und auf unserem Discord gibt es noch Multiplayer-Partien, ihr könnt euch verabreden, Deals und Sales, ihr könnt Geld sparen, sämtliche Applet-Neuveröffentlichungen, Multiplayer-Mittwoch mit mir gegen mich, Gewinnspiele am laufenden Band.
einfach mal vorbeischauen. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ja, jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Ich könnte so weiter zocken mit Peaky Blinders. Leider nur eine Demo. Jetzt wird das Warten richtig, richtig lang. Aber nächstes Jahr soll es ja schon erscheinen. So, und jetzt haue ich da mal das Outro raus. Genug geschwärmt. Bis zum nächsten Video, euer Sascha.